Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Star Trek Online. Hier ist wieder eure Fluffy. Ich bin gestern mal wieder in den unendlichen Weiten unterwegs gewesen und ich habe mich irgendwie sehr geärgert, dass meine Crew nicht das gemacht hat, was sie sollte. Und weil ich im Discord war und da auch der liebe Knuspi und der Yari anwesend waren, der Knuspi mir gesagt, warum befiehlst du deinen Offizieren nicht einfach das zu tun, was sie machen sollen, deiner Meinung nach? Und da war ich erstmal überfordert und habe mir gedacht, wie soll das denn funktionieren? Soll ich sie anschreien? Soll ich sie prügeln und damit sie irgendwas tun? Nein, die Lösung ist ganz einfach. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Ich wusste das bis gestern nicht und bin fast vom Stuhl gefallen, dass das so einfach ist. Die Guten haben ja hier ihre kleinen Fähigkeiten alle markiert. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel möchte, dass der Schlucky seine Minen hier legt, klicke ich da drauf und der legt die Minen. Wenn ich jetzt möchte, dass der gute Crunchy hier den medizinischen Generator aufbaut, klicke ich drauf und er baut den auf. Ja, und so geht das hier mit allen anderen Sachen auch, ja. Und wenn man sich das noch ein bisschen einfacher machen möchte, kann man einfach hergehen und sich die Fähigkeit, die einem am wichtigsten ist, hier unten noch in die eigene Skillleiste legen. Das ist eigentlich auch ganz einfach, funktioniert im Rechtsklick auf das jeweilige Symbol. Jetzt habe ich hier die Schild wieder, den medizinischen Generator vom Crunchy. Und ich nehme jetzt hier die Minen zum Beispiel vom Schlucky, lege mir die hier rein. Und ich nehme die beiden jetzt einfach mal mit. Ich bin jetzt hier gerade auf Kobali Prime unterwegs. Dieser Punkt hier möchte ich jetzt erobern. Ich meine, das ist jetzt hier nicht sonderlich gefährlich. Aber ich sage jetzt, Crunchy, bau deinen Generator hier auf, damit wir hier auf gar keinen Fall sterben, wenn wir hier auf dem Punkt stehen. Und Schlucky, leg bitte deine Minen genau hier hin. Man muss dann halt einfach nur gerade sehen, wo der jeweilige Brückenoffizier sich gerade befindet. Das macht die ganze Sache dann natürlich noch ein bisschen einfacher, ne? Damit man zielgerichtet quasi seine Fähigkeiten gut nutzen kann, die man haben möchte. Also ich finde das wirklich cool. Ich wusste es nicht. Ich wäre auch von alleine auf die Idee nicht gekommen. Ich habe jetzt fast ein Jahr lang spiele ich ja jetzt hier bei Star Trek Online und ich bin noch nie auf die Idee gekommen. Ich weiß nicht, wusstet ihr das, dass das funktioniert? Würde mich mal interessieren und wenn, seit wann wisst ihr das, dass das funktioniert? Weil ich wusste es wirklich nicht. Ich wusste es einfach nicht. Und ich bin wirklich richtig happy, dass ich das jetzt einfach weiß. Weil für so Bodenkampfzonen, wie hier zum Beispiel Kobali Prime oder die Dyson-Bodensachen, finde ich das einfach echt praktisch, wenn ich ein bisschen mehr Kontrolle über meine Brückenoffiziere habe und genau sehen kann, wann tun sie was. Und vor allen Dingen tun sie genau dann das, wenn ich das gerade gebrauchen kann. Na, also das, ich finde das wirklich praktisch. Und falls ihr das nicht wusstet, wovon ich fast gar nicht ausgehe, dass die meisten von euch das nicht wissen, dann habe ich euch das ja jetzt weitergegeben. Und das finde ich dann auch mal ganz schön, wenn ich hier mal anderen helfen könnte. Also ich war davon ehrlich begeistert und ich danke euch, Crunchy und Schlucky, dass ihr jetzt immer das macht, was ich von euch möchte. Finde ich sehr schön. Ich bedanke mich wieder mal für diese tollen Tipps von den Redshirts. Ich bin manchmal einfach fassungslos, dass es da immer noch so viele Dinge gibt, die ich einfach nicht weiß und auf die ich auch nicht gekommen wäre. Es ist schon erstaunlich, ne? Wie umfangreich das Ganze hier so gestaltet ist. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte vielleicht dem ein oder anderen helfen, etwas mehr Kontrolle über seine Brückenoffiziere zu gewinnen. Wir sehen uns bald wieder. Ich werde jetzt erstmal hier noch ein bisschen die Rodwo ärgern, ne? Macht's gut, lebt lang und in Frieden, eure Fluffy. Tschüss!